sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Im Tal der Tränen. Willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Oh, und es ist so schön hier im Wunderland. Und für alle, die sich jetzt denken, sie hat doch gesagt, es wird noch viel gruseliger und schlimmer und verrückter. Ja, ja, das wird es. Aber die Aussicht hier ist super. Also privat würde ich wahrscheinlich hier noch länger stehen, aber ich muss euch einmal kurz zeigen, wie super es hier aussieht und wie schön das mit dem Licht ist. Und ich finde das auch toll, dass der Wind immer so das Kleid bewegt. Wir haben einfach an alles gedacht, die Haare, und finde ich super schön. Laufen wir jetzt einfach schon mal los. Aber flieg doch nicht weg. Ich finde das... Also es gibt einfach so Kleinigkeiten, an die manche Entwickler denken, die einfach alles viel besser und schöner machen. Oh. Hier haben wir unsere erste Erinnerung. Diese kleinen, kristallenen, durchsichtigen Erinnerungen gibt es in verschiedenen Formen immer mal wieder. Die müssen wir sammeln, um im Prinzip unser Gedächtnis wieder zu erlangen. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Schön, oder? Drücke A, um zu springen. Das machen wir doch glatt mal. Schön. Ich finde dieses... Ich hatte das in Contrast schon erwähnt, dass mich das an Alice erinnert. Und das ist hier wieder dieser Fall, dass einfach mal irgendwo Dinge durch die Gegend schweben. Und ich finde dieses... Ja, es hat sowas... Ja, supernatural, so übernatürliches. Also jetzt nicht die Serie, sondern halt so im Sinne von wirklich übernatürlich und irgendwie zauberhaft, magisches. Ich finde das total toll. Also ich kann über dieses Spiel unglaublich viel reden und viel schwärmen. Ach, guck dich das an, wie super das aussieht. Oh. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Ich dachte, wir können hier nochmal zoomen, aber können wir leider nicht. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, haben anscheinend schon unsere Waffen. Ich glaube, das wurde nicht zurückgesetzt, als wir das Spiel, als ich das Spiel neu gestartet habe. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice, und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. Die machen Spaß. Achtung. Piu. Also da werde ich nochmal schauen, ob wir... Oh, nein, da ist eine Erinnerung. Ah. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übelriechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Hier können wir auch immer ein bisschen schrumpfen. Ja, es wurde leider nicht zurückgesetzt. Das werde ich wahrscheinlich nochmal ändern. Sodass wir alles wirklich erspielen können. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho, und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich, ob ich mich ganz auflöse? Beinahe.
Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe. So wie den Wald vor lauter Bäumen, nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Okay. Ja, es war ein kleiner Grafikbug. Ah, hier wären wir, glaube ich, auch hingekommen, wenn wir da oben lang gelaufen wären. Ich bin jetzt natürlich... Huh, da steht ein Kind. Oh Gott. Nein, nein, nein. Wollte ich auch nicht. Nein, wollte ich auch nicht. Drink me. Trink mich. Steht der Trink mich mit D? Ah, nee. Ich mich getäuscht. So, nächste Erinnerung. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum, wie eine Füchsin in ihrem Baum. Die geschrumpfte Alice verfügt über den Schrumpfsinn. Und dann sehen wir nämlich, was die irren Kinder hier gemalt haben. Die irren Kinder gibt's nämlich, die ja, hinterlassen uns solche Warnungen. Was das hier recht sein soll, weiß ich aber auch nicht. Das sieht ein bisschen seltsam aus so. Laufen wir erstmal hier durch. Blub. Ah. Hier ist noch was? Nee, da gucken wir doch gleich mal, oder? Ah, da kann ich mich außerdem... ja, da kann man sich heilen und man findet diese Zähne. Oh, oh, ich häng fest. Hallo? So, jetzt. Aber gar nicht, ob ich da runterspringen möchte. Kann ich denn da runter? Wahrscheinlich kann ich da runterspringen. Hm, was ist denn hier unten? Okay, da lang. Jetzt schauen wir mal, was da vorne liegt. Hm. Hier gibt es anscheinend irgendwas. Ah, da ist noch eine Erinnerung. Da müssen wir mal schauen. Ja, hier. Nichts im Leben macht mir so viel Spaß wie die große Rutsche im Hyde Park. Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin, Alice. Ah, genau. Und jetzt können wir hier... So. Hier rausrutschen. Ich bin mir aber an dieser Stelle immer nicht sicher, ob ich nicht vorher was verpasst habe, weil ich woanders lang gelaufen bin. So, wir versuchen natürlich alle Zähnchen einzusammeln. Oh, ich glaube, so gut war ich schon lange nicht mehr. Hey! Huch! Das war weit übers Ziel hinausgeschossen. Hier hätten wir wahrscheinlich landen sollen. Erdbeermarmelade. Hm, lecker. Oder vielleicht auch Himbeergelee, ich bin mir nicht sicher. Mh, lecker, ein Fluss aus Himbeergelee. Oh, was das wohl ist. Die Vorpalklinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich? Bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Die Vorpalklinge macht Zerschnitzer Schnück, lässt sie tot zurück. Das ist der deutsche Spruch. Der englische finde ich ein bisschen cooler, und zwar heißt der englische The Vorpal Blade goes snicker snack, it leaves them dead. Und ich finde das einfach viel schöner. Bekannt aus Reim und Poesie. Also ich finde das Englisch ein bisschen schöner, weil das klingt einfach ein bisschen besser. Die Vorpalklinge fügt Einzelzielen im Nahkampf den schnellsten Schaden zu.
Drücke X, um mit der Warpal-Klinge zu kämpfen. Okay. Oh, und da hat sich doch dann auch schon aufgelöst. So, hier können wir dann immer schön Zähnchen sammeln. Und Himbeergelee. Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Man kann sich das nur noch mal so angucken, aber hier... Ich finde, das sieht so cool aus. Also, auch wenn das vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen morbide ist, finde ich total toll. Einfach schön. Einfach schön. Ja, da kann man sich das nochmal angucken. Schnickerschnack. Wie lange man das sich noch angucken kann. So, LT zum Anvisieren drücken. Und hier gibt es die ersten Monster. Hässlich, eklig und böse. Alles vereint in einem Monster. Eigentlich ein bisschen unfair. Ist jetzt eigentlich ein bisschen unfair hier. Weil ich, soweit ich weiß, schon alle Waffen-Upgrades habe. Ja, man sieht hier auch links, wie viele gefundene Erinnerungen ich habe, wie viele Flaschen und alles ich eingesammelt habe. Ja, hier, wir haben schon die besten Waffen-Upgrades. Das ist eigentlich schon ziemlich fies und ein bisschen blöd. Das wollte ich auch eigentlich gar nicht. Ich dachte, das wird komplett neu gestartet, das Spiel. Weil ich würde das ja schon gerne dann in dem Schwierigkeitsgrad spielen, in dem es angedacht ist. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerungen. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Okay, also er will auf jeden Fall, also das ist hier der Dr. Professor Bambi, wie auch immer sein Titel denn ist. Der will nämlich alle unsere Erinnerungen auslöschen, wie wir vorhin schon gehört haben. Ja, auf jeden Fall werde ich nochmal gucken, dass ich das Spiel zurücksetze. Ich denke, das findet ihr auch alle besser. Wenn wir es dann wirklich zusammen so spielen können, wie es dann angedacht ist. So, drücke und halte A, während du springst, um Alice schweben zu lassen. Um das Schweben zu verlängern, drückst und hältst du A erneut während des Sprungs. So. Ja. Schweben im Sprung kann im Sprung mehrfach eingesetzt werden. Kann im Sprung mehrfach eingesetzt werden. Huiuiuiui. Oh, schade. Jetzt haben wir die gar nicht erwischt. Oh, schade, das Zähnchen hätte ich gerne gehabt. Ah, da ist eine Flasche. Schau mal, wo wir lang müssen. Oh, da ist auch noch ein Fläschchen. Ich glaube, ich habe nie rausgefunden, für was diese Flaschen gut sind. Sie sind aber auf jeden Fall irgendwie nicht komplett unnütz. Drücke RB, um jederzeit auszuweichen, sogar beim Springen. Oh. Lass ich gerne das zurück. Beziehungsweise brauchen wir eigentlich gar keine Waffe. Also die Warpal-Klinge finde ich auch schon. Es ist auch eine meiner Lieblingswaffen. Finde ich klasse. Wo ich eigentlich alle Waffen relativ gern habe. Später kriegen wir noch so ein cooles Steckenpferdchen. Nee, den hole ich jetzt nicht. Und die goldenen Zähne bringen dann natürlich immer ein bisschen mehr, so wie das halt klassisch ist. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen.
Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Ja, hübsch, Alabasterhaut. So, schnappen wir uns mal die Pfeffermühle. Soeben erhalten, ihre Herzogin Pfeffermühle, Ferkel-Edition. Verleiht feinen Würze, rüsselpikant im Nu. Rüsselpikant, auch sehr gut. Ich finde das eben schön, dass diese so aufgemacht sind, so wie man sich das denkt. Hey, ich würde da gerne rein. Schade. Ja, diese Waffenblätter, diese Erklärungsblätter so schön aufgemacht sind, wie solche Werbezettel früher. Eine Schraubbelle oder mehrere Schraubellen. So, wir hauen die mal gleich weg. Wir können noch switchen. Ah, schade, ich bin gerade verpasst. Weil die Zähne verschwinden irgendwann. Nach einer Zeit. So. Zurück können wir nicht mehr. Das ist nämlich auch sowas. Man kann nicht ewig mit dieser Pfeffermühle schießen, die überhitzt irgendwann. Sieht man oben rechts. Und dann. So, hier steht es noch. Ja, und dann muss man einfach aufhören zu schießen eine Zeit lang. Jetzt hätte ich alles gerne meine Zähnchen. Ja, okay, komm her. Das ist alles im Moment ein bisschen einfacher, natürlich. Es kommt jetzt einfach so vor, so, hey, jetzt rennst du da durch. Spitze überall die Ohren, um Schnauzen zu orten. Am Anfang ist es dann echt super leicht, aber später wird es dann trotzdem schwieriger, auch wenn wir jetzt die Waffen schon haben. Wechsle den Zielmodus und schieße mit der Pfeffermühle auf die Schnauzen. Klicken, RS klicken, okay. Ist die Schnauze vollgepfeffert? Wird sie Pfade und Sammelstücke offenbaren. Ah, genau, hier ist der Zielmodus. So. Pfeffern wir mal die Schnauze. Anscheinend hat die Xbox mittlerweile ein paar kleine Grafikbugs. Die Grafik wäre natürlich um Längen besser, wenn wir es auf dem PC spielen würden. Ja, war damals aber nicht meine Entscheidung. Also war schon meine Entscheidung, das für die Xbox zu kaufen. Oh, jetzt können wir ja zurück, ne? Jetzt gucke ich dann doch nochmal kurz hier rein. Besten Dank für die Schnauze. Und jetzt geh. Ah, okay. Oh, jetzt hoffe ich, dass ich da hinten nicht eigentlich irgendwas Wichtiges gelassen habe. Drei Goldens. Ja, verdammt, okay. Und dann doch noch das Stück weitergehen sollen. Ja, kann man nichts machen. So. Und dann machen wir jetzt erstmal, oder beziehungsweise ich mache vor allem jetzt erstmal eine ganz kurze kleine Aufnahmepause und wir sehen uns im nächsten Völkchen wieder. Bis dann!